Erwerbsminderungsrente wegen einem Fehlarmsyndrom erstritten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe gerade Post bekommen von dem Sozialgericht Halle. Wird der Vergleichsvorschlag angenommen und der Rechtsstreit für erledigt erklärt? Hier ging es um einen Rechtsstreit eines Mandanten gegen die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland und es wird um Stellungnahme innerhalb von 3 Wochen gebeten. Unser Mandant leidet an einem sogenannten Fehlarmsyndrom. Das heißt also, er kann seine rechte Hand und das Ellenbogengelenk nicht mehr gebrauchsfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen. Das ist eine sogenannte Motoneuronenerkrankung. Im Vorfeld zu diesem Rechtsstreit haben wir eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen. Wir hatten aber die volle EM-Rente beantragt. Da wir die nicht bekommen haben, sind wir im Widerspruch und ins Klageverfahren gegangen. Jetzt im Rechtsstreit hat sich herausgestellt, dass also tatsächlich ein aufgehobenes Leistungsvermögen wegen dieser Erkrankung bei unserem Mandanten vorliegt. Wir haben gerade eben mit unserem Mandanten gesprochen und ich habe ihn gefragt, möchten Sie den Vergleichsvorschlag annehmen? Und er hat natürlich gesagt, sofort, kein Problem, machen wir. Die Rente soll rückwirkend zum 1.10.2019 beginnen und die ist befristet bis zum 30.09.2022. Unser Mandant ist total glücklich. Ja, der Rechtsstreit ist erledigt. Die Deutsche Rentenversicherung wird die Kosten des Verfahrens zu übernehmen haben und überdies wird unser Mandant seine Erwerbsminderungsrente mit der neuen Zurechnungszeit ab 2019 berechnet bekommen. Wir warten ab, was im Rentenbescheid steht und dann gucken wir ganz einfach nach und werden dann alle weiteren Dinge mit unserem Mandanten noch besprechen. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.